Den Chef der Bundesanstalt für Arbeit wird es langsam eng. Jetzt heißt es schon aus Regierungskreisen, er steht an der Kante und der Kanzler sei sauer auf ihn, so schreibt die Berliner Zeitung heute. Umbau der Vorstandsetage, Dienstwagen, teures Hotel, so ging es los. Der umstrittene PR-Vertrag mit dem Millionenhonorar ist inzwischen so gut wie aufgelöst. Doch jetzt gibt es wieder neue Vorwürfe. Jetzt ist raus, dass er den Spesenetat der Behörde kräftig aufgestockt hat. Florian